Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Freunde, heute mal keine YouTuber-Insel. Die ganzen Leute haben jedes Mal in meinem Livestream gesagt, auch in den Kommentaren, reagier bitte auf Awesome Elinas neues Lied, Takis. Und das Ganze werden wir natürlich heute machen, Freunde. Aber bevor wir starten, ganz kleine Information für euch. Leute, in der Beschreibung ist ein Link. Dort könnt ihr in meine WhatsApp-Statusgruppe reingehen. Und zwar habe ich jetzt auch so eine WhatsApp-Gruppe. Das bedeutet, wenn ihr auf den Link klickt und dann in die WhatsApp-Gruppe kommt, kriegt ihr dann, ich sag mal, ganz viele Insider zur YouTuber-Insel. Auch von meinem privaten Leben, was ich so mache. Ich werde viel Videos reinposten, ich werde viel lachen, ich werde viel Memos machen. Da könnt ihr so ein bisschen mit mir chillen sozusagen. Leider könnt ihr zwar nichts reinschreiben, aber ihr könnt darauf reagieren. Also kommt auf jeden Fall... Kommt auf jeden Fall in die Gruppe, Leute. Link ist auf jeden Fall drin. In den Kommentaren wird auch nochmal der Link sein. Und heute reagieren wir auf jeden Fall auf Awesome Elinas Song Takis, Leute, wie ihr es wolltet. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß mit dem Video. Skrrr. Leute, der Song kommt vor genau 6 Tagen, fast einer Woche raus, Freunde. Und hat jetzt schon mittlerweile 219.927 Aufrufe, Freunde, mit einer Summe von fast 12.000 Likes. Und da muss man wirklich sagen, dieser Song muss wahrscheinlich überragend sein. Ich habe da einmal reingehört, bin ich euch ehrlich. Einmal habe ich da reingehört und da ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass der Refrain einen sehr, sehr krassen, wie soll ich sagen, so diese Drums und so, die da drin sind, sehr, sehr stark. Wir werden natürlich alles wieder komplett analysieren, Leute, von A bis Z, jede Line, jeder Beat, jeder Drop, jeder Pups, alles, was da drin gehört. Und da sehen wir auch schon, danke an Joms. Joms hat das Ganze produziert. Joms ist ein richtig, richtig stabiler und guter Produzent. Hat doch sehr, sehr viele Songs von mir gemacht. Müssen wir auf jeden Fall abchecken, auch auf Insta. Und genau, ich habe auf jeden Fall auch schon kommentiert. Starker Song, Happy Birthday. Und zwar, Leute, Elina hatte ja zu der Zeit auch Geburtstag. Deshalb hier nochmal von mir alles, alles Beste, die Elina. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, Leute, will ich euch gar nicht lange aufhalten. Wir hören auf jeden Fall in den Song rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auch auf das Musikvideo eingehen und alles andere. Deshalb, let's go. Ich packe die Takis aus und alle drehen sich um. Esse einen Taki, spür die Schärfe in meinem Mund. Drehe alles um, Schärfe in meinem Mund. Erster Reim, sehr, sehr gute Vocals, passt. Der Beat geht auch direkt los. Also der Song hat so eine Art Off-Time. Das heißt, der Song beginnt sofort mit Strophe und Gesang. Bei ganz, ganz vielen Songs gibt es immer ein Intro. So wie wir immer in unseren Videos ein Intro machen. Hier gibt es direkt, bam, der Song geht los. Wir haben hier eine Minutenanzahl von 3:14. Ist auch ganz, ganz okay, gute Zeit. Aber der Song geht sofort los und man kommt direkt auch in die Drums. Man kommt direkt in die Melodien. Krass. Let's go, nochmal. Guck mal, Leute, man startet den Song und der erste Satz ist, ich packe. Guck mal. Ich packe die Krass. Takis aus und alle drehen sich um. Esse einen Taki, spür die Schärfe in meinem Mund. Oh. 6 Euro für eine Packung Takis, bist du dumm? Yeah. Doch du checkst das Business nicht, ich sag dir jetzt warum. Sie sind ein Lebensgefühl, sie sind für mich da, wenn ich überhaupt nicht mehr fühle. Okay, wir kommen jetzt zur Bridge. Die Bridge ist immer, das habe ich euch auch erklärt, Strophe, dann kommt die Bridge. Das ist sozusagen eine Vorbereitung für die Hook, den Refrain. Das heißt, bis hier war die Strophe und dann kommt die Bridge, dieses mit T. Was mir aber bei dieser Sache jetzt aufgefallen ist, wenn die ersten Reime waren immer auf Warum und da, sehr, sehr geil, aber hier ist ein ganz, ganz kleiner Fehler drin, glaube ich. Sie sind ein Lebensgefühl, sie sind für mich da, wenn ich überhaupt nicht... Okay, doch nicht. Ist nicht. Ein Lebensgefühl, sie sind für mich da, wenn ich überhaupt nicht mehr fühle. Ah, aber viel zu teuer, wenn ich Takis esse, brennt mein Mund wie Feuer. Ha, keine Kontrolle in meinem Leben, für Takis würde ich überhaupt alles geben. Ich und ich muss lohnen. So, bei der Bridge, bei dem Flow sind ganz, ganz leichte Tempofehler. Aber das ist nicht schlimm, das hört man auch gar nicht raus. Wie soll ich euch das erklären? Auf dem Beat ist dim, 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 dim. So da genau so eine Art Double-Time-Line gesanglich rauszubringen, ist sehr, 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 sehr schwer. Also das ist so schon für sehr, sehr krasse Profis. Und Elina macht das hier übertrieben gut. Also das hört sich auf jeden Fall auch sehr, sehr mittlerweile, ne? So muss man auch mal sagen, alle Songs sind Banger.
Und da hört man so ganz, ganz, also das sind auch wirklich nur Leute, hören darauf, die auch wirklich das raushören können, so wie ich so, ne? So andere Leute fällt das gar nicht auf, da sind wie gesagt so ganz leichte Flowfehler, dass zum Beispiel ein Buchstabe oder ein Satz, ein Wort zu früh oder zu schnell kommt und dadurch kommt das ein bisschen raus, aber am Ende findet es immer wieder rein, deshalb trotzdem sehr, sehr stark gemacht an der Stelle. Jetzt kommen wir zu Hook und das ist glaube ich auch das Besondere an diesem Song, denn die Hook catcht einfach komplett. Leute, let's go! Let's go! Das ist auch das Gute an dem Refrain, das ist ein melodischer Bass, ich würde sogar sagen Clubbanger-Type. Das heißt, dieser Bass und dieser Beat, der die ganze Zeit kontinuierlich auf ein Level läuft und da kommt keine andere Melodie dazu, dass es nicht höher oder tiefer geht, sondern ist auf einem Level die ganze Zeit, plus dieses Takis, 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 das fühlt sich in den Ohren angenehm an. Und deshalb empfangen wir Menschen auch diese ganzen Tonsignale und diese ganzen Vibrationen sehr, sehr gut. Und deshalb hört sich das einfach fresh an, Leute. Also der Refrain ist auf jeden Fall gut gelungen, zu 100%. Und das ist auch, warum der Song so krass ist, weil dieser Refrain, diese Melodie und auch dieses ganze Takis, Takis einfach angenehm zu hören ist und sich geil anhört. Schau mal, vibe automatisch mit. 3, 2, 1 und stopp. Esse Takis wie ein Gott und geh hier ab auf diesen Beat. Euer nächstes Lieblingslied. Das stimmt. Hol sie aus dem Automat, sie sind blau und sie sind scharf, mir egal. Sie sind blau und sie sind scharf. Ob du sie magst, ich snack sie und gehe ab. Du kaufst Chips für 6 Euro, sag mir doch den Grund. Ey. Ja, da ist was dran, ich sag dir jetzt warum. So. Das ist wieder Kritik auf hohem Niveau, ganz, ganz hohem Niveau. Zweimal warum in einem Song zu direkt als Satz zu nehmen, ist natürlich, kommt nicht gut, ne? Ich glaube, dumm hat sie auch schon öfters genommen, bin ich mir sicher, ich habe schon mal dumm gehört, aber hier sagt sie, ja, wartet, hört mal rein, glaube ich, oder? Falls ich jetzt nicht falsch liege. Den Grund, okay, sag mir warum. Ja, da ist was. Sag mir warum, ja, da ist was dran, sag dir jetzt warum. Wahrscheinlich sag mir warum, ich sag dir warum, okay, von der Logik her ist das anders, aber ich zum Beispiel achte immer darauf, dass jeden Satz, den ich habe, dass die Wörter sich nicht wiederholen. Dran, ich sag dir jetzt warum, das ist teurer als ein Döner, bist du dumm. Ah, okay, ich verstehe. Sie hat das so gemacht, dass diese Adlibs kommen, also dieser bist du dumm und sag mir warum sind Adlibs, die gehören nicht zur Strophe. Sie hat das vorhin so gemacht, sag mir warum. Also da kommt so ein Adlib, sag mir warum, und dann sagt ihr das mit warum. Und hier sagt sie auch, bist du dumm? Und dann kommt das mit dem dumm. Guck mal, hier steht, bist du dumm? Das ist teuer. Und jetzt kommt's wieder. Das kann man machen. Das ist auch so eine Art, ich weiß gar nicht, Reimtechnik. Wie man das nennt, weiß ich nicht, aber das ist okay. Dann nehme ich alles zurück. Ist okay. Bist du dumm? Aber warte mal, ich sag dir jetzt warum. Okay, doch nicht. Seht ihr, jetzt kommt wieder warum. Okay. Zu oft warum. Gefühle sind für mich da, wenn ich überhaupt nicht mehr fühle. Also hatte ich doch recht. Aber viel zu teuer, wenn ich tag ich selbst von meinem Mund wie Feuer. Hey. Keine Kontrolle in mein Leben, verdammt, ich würde ich überhaupt alles geben. Oh mein Gott! Also jetzt kommen wir schon zu der dritten Strophe. Der Song hat 3 Strophen. Oder ist es, müssen wir mal hören. Auf jeden Fall 2. Strophe haben wir gehört. So 2-mal Refrain. Sehr, sehr geiler Vibe drin. Und jetzt hören wir uns noch die 3. Strophe an, meine lieben Freunde. Und danach gehe ich auf meinen Balkon und schaue in die Sonne und überlege mir, ob der morgige Tag sich noch lohnt, denn ich habe Bock auf Cornflakes. Und dance zu diesem Beat. Fühlt sich an wie ein Cheat, weil es mir Power gibt. Hol sie aus dem Automat. Sie sind blau und sie sind scharf. Egal ob du sie magst, ich snacke sie jeden Tag. Also man hat natürlich in so einem Song, der so eine Art Vibe aufbringt, wo der Takt durchgehend gleich ist, sehr, sehr viele Möglichkeiten, geile Adlibs zu ballern. Auch sehr, sehr viele Harmonien. Und ich glaube, dass jeder Sänger, der auch anfängt oder auch
sag ich mal, irgendwann immer sich erweitert, kommt auf diese Ideen automatisch, ne? Elina wird auch dahin kommen. Beispielsweise, man könnte jetzt an diesen Stellen dieses Power gibt, ne? Dann geht man so hoch und das gibt halt mit der Tonlage, die sie singt und der Tonlage als Adlib, gibt das was richtig Geiles. Das hört sich cool an dann. Power gibt, hol sie aus dem Automat. Sie sind blau und sie sind scharf. Wisst ihr, was ich meine? So, es hat so ein Vibe. Man muss auch nicht das nehmen, man kann ganz, ganz, ganz viele verschiedene Variationen und Richtungen machen. Aber die machen den Song nochmal so ein bisschen klangvoller. Egal, ob du sie magst, ich necke sie jeden Tag. Super scharf oder einen geilen Laptop. Takis Guacamole oder Takis Nitro. Es ist mir ganz egal, was du... Warte mal, das mit Laptop habe ich jetzt nicht gecheckt. Warte nochmal. Takis Guacamole oder Takis... Wartet. Sorry, wenn ich so viel rede, Leute, aber ihr kennt mich, ich liebe es zu reden. Du sie magst, ich necke sie jeden Tag. Super scharf und hab nen geilen Laptop. Takis Guacamole oder Takis Nitro. Okay, das ist auch, ich weiß, was Elina, glaube ich, hier probiert hat. Geilen Laptop. Ich habe einen geilen Laptop, passt nicht zum Text, aber sie hat versucht, Takis Nitro in irgendeiner Art und Weise zu reimen. Ne, das heißt, sie hat einen fremden Begriff genommen. Also, oder sie hat es einfach, keine Ahnung, aber so geiler Laptop auf Takis Nitro ist ein bisschen, die Sprache, also die Aussprache, die sie gemacht hat, ist ähnlich wie ein Reim geworden. Aber da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, bessere Wörter. Aber trotzdem auch gut. Es ist mir ganz egal, was du so magst. Es ist sie jeden Tag. Sie sind wunderbar. Yes. Hey, sie sind Lebensgefühl. Sie sind für mich da, wenn... Jetzt kommen wir wieder zur Bridge. Ich überhaupt nicht mehr fühlen. Hey. Aber viel zu teuer, wenn ich Takis esse von meinem Mund wie Feuer. Hey. Keine Kontrolle, mein Leben für Takis würde ich überhaupt alles geben. Oh mein Gott, der Pedro. Und ich bin los und es geht Boah, das ist eine geile Kameraaufnahme, das feiere ich. Let go, yeah! Okay, Leute. Haben wir angeguckt, Leute, das dazu. Und, ja. Im Großen und Ganzen, Leute, damit wir dem Song auch auf jeden Fall auch eine Bewertung geben, Freunde. Also, ihr wisst, ich bin Musiker und für mich ist jeder Mensch, der Musik macht, in meinen Augen ein Künstler. Ob die Person erfahren ist, ob sie nicht erfahren ist, ist mir an der Stelle völlig, völlig egal. Ich persönlich liebe einfach jeden Menschen, der Musik und Kunst liebt. So, der Song kriegt von mir eine 9 von 10, Leute. Warum der Minuspunkt? Der eine Minuspunkt hängt wirklich auch nur damit zusammen, wegen diesen Flow-Fehlern in der Bridge und wegen paar einzelnen Wörtern, wo ich sage, okay, die wurden so die wurden einfach genommen, weil kein besserer Reim da war. Wie gesagt, das sind so, oder vielleicht wisst ihr ja, was mit Laptop gemeint ist, dann könnt ihr es mir gerne schreiben, Freunde. Aber trotzdem muss man sagen, dass der Song wirklich, wirklich enorm im Kopf bleibt. Also ohrwurmtechnisch sehr, 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 sehr großes Potenzial. So wie Idee, so wie auch das Video an sich, ne, fand ich ganz, ganz interessant gemacht, muss man einfach sagen. Die Minutenanzahl war wichtig. Der Beat war sehr, sehr geil, ne? Refrain, die Hook ist eine 10 von 10. Also im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, Elina hat die wieder gezaubert. Eine 9 von 10 ist eine 1 minus, Leute. Und Retalk, richtig, richtig stark. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann auch mal Elina und mein Song. Ne? Weiß, viele Fragen danach die ganze Zeit, Leute. Habt noch Geduld. Vielleicht kommt er nicht. Man weiß es nicht. Aber trotzdem hat es mir sehr, 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 sehr gefallen, Leute. Ich hoffe euch auch, wenn ihr weitere, sag ich mal, Song-Analysen oder Reactions wie diese haben wollt auf verschiedene Songs, lasst es mich doch liebend, liebend gerne wissen, Freunde. Es würde mir sehr, sehr viel Spaß machen. Da würde ich sagen, meine Lieben, passt auf euch auf, habt noch einen schönen, schönen Sonntag und dann sehen wir uns. Vergesst nicht, in die WhatsApp-Gruppe zu kommen und dann würde ich sagen, haut rein und ciao!